Ja, und jetzt runter. Ja, ungefähr da. Genau. Oh. Egal, jetzt hast du ihn aber besser liegen, weißt du? Jetzt kannst du so mittig versuchen zu greifen. Oder versuch einfach einen zu greifen. Nimm einfach. Dauert halt alles seine Zeit. Ja, mein Gott, Mensch. Ist auf jeden Fall lustig wieder. Sehr unterhaltsam. In meinen Augen. Ich mache ja das auch nicht. Schon ein bisschen nervig gerade. Was bringt das eigentlich, wenn man sein Gesicht senkt und hebt? Gar nichts. Ach so, soll ich mal probieren? Ja. Als hätten wir auch hier so einen großen Baum fällen können. Hier stehen die ja separat. Krass. Ja. Jetzt nur nicht zu dolle sein, weil sonst flutscht er wieder raus. Aber du hängst da fest, ne? Also wenn du jetzt nach rechts gehst. Ah ne, nach links meine ich. Jetzt rüber schleudern. Digga, und der ganze Wagen bewegt sich. Und? Ja. Und? Jetzt haben wir 26.577. Er hat nicht mehr gebracht als der Kleine. Ja, aber vielleicht liegt es an der Baumart. Das ist derselbe Baum, Mann. Ja, deswegen ja. Oder? Man muss wirklich, wenn das nichts mehr bringt, alles klein schneiden, weil umso mehr Stücke wir haben, laut meinen Berechnungen müssten wir doch mehr Geld bekommen, oder nicht? Weil der hat ja jetzt nicht mehr gebracht. Jetzt haben wir 32.992. Fahr hoch deine Schützen, dann kann ich schon weiterfahren in der Zeit, wie du packst. So, jetzt zeige ich dir den anderen Weg. Zum Glück fahren wir den immer, weißt du? Jetzt zeige ich dir mal den anderen. Wir müssen hier lang und dann zwischen Feld 13 und 20 raus. ...32.000 haben wir jetzt. Soll ich Kühe kaufen? Guck jetzt hier die Kurve an. Ich habe nur noch gedacht, Alter, zum Glück sind wir hier nicht. Aber ich schaff das. Gewicht wiederheben. Schön ETS, gell. Siehst du? Das ist, wenn man Eurotruck Simulator zockt. Ich hab nicht so viel Zeit, ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Weil da so viele Autos durch die Gegend fahren. Wegen Überfüllung geschlossen. Alter! Hör auf, die Dinger rauszufahren! Krass, guck mal, wie dreckig die Maschinen und alles schon sind. Digga, ich sehe das jetzt, ne? Drive by oder was? Boah, Alter, du bist einfach zu dick, ey. Ich komme hier nicht hoch. Kannst du dich nicht weiter drehen? Nö.
Hör auf, ey. Ich kipp ihn um. Ey, wo lang müssen wir? Rechts rum. Wollen wir jetzt den Baum von... Ey, ey! Wollen wir jetzt den Baum von hier unten nehmen? Jetzt hör auf. Mensch. Musst du aber noch in extrem viele Teile zacken. Und die ganzen Äste wegmachen, das nervt. Von hier nehmen oder von der anderen Seite ranfahren? Ja, lass erstmal stehen. Ja, wir haben hier oben auch noch Äste, ne? Hä, wo bist du jetzt? Oben auf dem Baum drauf. Bei mir bist du hinter Feld 23. Ja, weil ich mich gerade bestimmt geduckt hab. Du bist von mir nicht sichtbar. Ganz woanders. Hey, du bist bei mir nicht sichtbar. Ich bin genau vor dir. Nee, ich sehe dich aber nicht. Bei mir bist du irgendwo hinten und sonst wo. Aber du siehst, dass die Bäume zerkleinert werden, oder was? Ja. Lol. Hey, Arsch, ich wollte dir gerade einen Baum absägen. Kannst du mal aufhören, wenn ich auch gerade säge? So, jetzt kannst du weiter sägen. Du sägst aber auch großzügig ab, ne? Ey, die blaue Markierung zu finden ist richtig schwer, ey. Nö, ich hab den Dreh raus. Ich glaube, du bist eher fürs Verladen und ich fürs Sägen. Stell dich mal hin, wo ich schneiden muss, dass ich die Länge kürze. Ja, ich würde sagen, hier so. Hier? Hier, wo schneiden hast, abgesenkt ist, ja. Genau hier, wo ich stehe. Gemacht, Chef. Wie du einfach mal runtergefluppt bist. Du hast gerade einen zweiten Baum gesehen. Ja, der hat mich gestört. Das ist mir schon klar, ich habe das schon gesehen. Ich habe mich auch extra hingeduckt, damit du mich nicht siehst. Ich sehe dich sowieso nicht gerade. Ich trenne den hier auch nochmal. Ich weiß jetzt nicht, was ich trenne, aber ich trenne es einfach mal, weil mich der Ast stört. Ja, ich glaube, okay, ich habe nochmal einen Ast So, und jetzt muss ich die ganzen Blätter hier entfernen. Boah, ist das schwierig, ey. Kannst du schon irgendwas greifen? Ich sehe hier selbst nichts mehr. Kill mal eben kurz auch den zweiten Baum, vielleicht können wir den da mitnehmen, gleichzeitig. Wenn der drauf passt.
Ganz schön schwierig. Ich finde, bei den Birkenbäumen ist das schwieriger, die Markierungen zu finden als bei den anderen. Blätter nerven so extrem hier. Ja, mich nerven die auch gerade. Ich kann sehe auch. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, jetzt lag ich auch wieder. Alter, das ist ja heftig, ne? Ich weiß ja gar nicht mehr, welches Blatt welches ist, ey. Ich will doch nicht einfach drauf lossägen, weil nachher säge ich voll was Falsches weg. Weißt du, was ich meine? Könnt ihr nochmal absägen? Hier habe ich auch nochmal einen Ast voneinander getrennt. Boah, jetzt leckt es gerade nicht. Bei mir gar nicht. Alter, der Baumstamm ist aber auch viel zu lang. Soll ich mal ein Stück abschneiden? Also einmal nochmal in der Mitte trennen? Nö. Ich will den einfach packen. Also willst du den so nehmen, Phil? Okay. Ich guck mal eben kurz, was die Felder sagen, weil wir müssen die auch noch dann in der Aufnahmezeit wegmachen. Ich habe die nochmal schnell auf schnell gemacht. Vielleicht wird es dann auch wieder Tag, dann sehen wir mehr, weißt du? Aber ich denke mal, das wird sowieso vor den Grün werden. Aber das ist halt die Frage. Ich gucke mal kurz, was so eine Ballpresse, habe ich hier nachgeguckt, ne? Die kosten 88.000. Ach, Kühe sollte ich ja kaufen. Entschuldigung, habe ich vergessen. Kaufen. 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 Wie viele Kühe soll ich denn kaufen? 10? Wenn das Geld reicht? Nö, mach erstmal nur 5 und dann. Ja, zu spät, ich bin schon bei 10. Jetzt haben wir noch 12.000 über. Das heißt, 2 Kühe könnten wir noch kaufen. Ich guck mal. Raps bringt uns gerade 1100. Das ist gerade gesunken. 1176 Tonnen bei der Transportfirma. Kuhbestand 10, Produktivität 35%. Güllegrube 122. Die haben ungefähr 17.900 Tonnen oder Liter Gras drin. Hier steht alles aufgeschrieben. Das ist hilfreich. Ich nehme auf. Aber alles sehr hilfreich aufgeschrieben.